Achtung, eine kleine Triggerwarnung vorweg. Das Spiel behandelt Themen wie Selbstmord, Tod im Kindesalter und ähnliche Themen. Wenn du ein Problem damit hast, dann schaue dir das Let's Play lieber nicht an oder nicht alleine an. Solltest du es dir anschauen und eine negative psychische Veränderung an dir bemerken, dann rede mit deinen Freunden, deinen Eltern oder rufe die Nummer gegen Kummer an. Die ist noch einmal unten eingeblendet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play What Remains of Edith Finch. Ja, auch wenn es ein englischer Titel ist, es ist ein deutsches Spiel, beziehungsweise mit deutschen Untertiteln zumindest. Und ich sehe gerade, ich kann mich hier bewegen. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe mir das Spiel vor Ewigkeiten geholt, wollte es immer mal aufgenommen haben und habe irgendwie nie die Zeit dazu gehabt. Achso, ich sitze. Edith Finch, was ist das? Lilien. Oha, Lilien sind ja eher so die Todesblumen. Nee, es wäre schön, wenn du das aufklappst. Na? Okay, also mit gedrückt halten funktioniert es nicht. Mit der Maustaste nach links machen funktioniert es nicht. Ach so, einfach nur ohne zu drücken. Okay, ich habe jetzt nicht allzu viel verstanden, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr hört das ein bisschen lauter als ich. Okay, das ist nicht Sprinten, das ist Zoomen. Schneller gehen können wir leider gerade nicht. Ist aber ein schöner Orcas Island. Oh, ich liebe Orcas. Okay, der Punkt bedeutet wohl. Nein, 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 nein. Inside the Bedeutet wohl, mailbox were dass bills man from was machen 7 years können. ago, marked urgent, open immediately. Oh, das ist immer gut. Dürfen wir die nicht rausnehmen? Anscheinend nicht. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Okay, es ist also überwacht. Wo sind denn die Frösche? Das erinnert mich an das Froschspiel. Wo sind die Fröschis? In a will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Okay. The Finches. Ja, soll ich nach oben wahrscheinlich, ne? Das Haus ist ja da hinten. Obwohl mich auch mal interessieren würde, was da unten ist. Man kann es jetzt nicht so sehen. Das war ein Stein. Ich dachte, hier lag eine Tasche oder so. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Okay, der Text ist so schnell vorbei, dass ich ihn teilweise gar nicht lesen kann. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Und tschüss. Schön, dich kennengelernt zu haben. Grüß deine Familie. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Also am besten, ich bleib dann immer kurz stehen, wenn der Text kommt, But weil now sonst I ist man so questions about my abgelenkt. family that only the house knew the answers to. Okay, sie hat Fragen über ihre Familie. Die, so wie ich das verstanden habe, scheinbar alle gestorben sind, oder? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ja. Also alleine die Bauweise ist auf jeden Fall schon sehr für sich. Milton Finch. Ist das mein Bruder? Also ich bin jetzt Edith Finch, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil sie ist ja jetzt auf dem Weg da zu ihrer Familie. Was zur Hölle ist das hier? Das oben dran gehangen? Ich habe keine Ahnung. Kann man das benutzen? Auch nicht. Da liegt doch was.
Ach, ist nur eine kaputte Dose, okay. Kann ich jetzt Wasser rein? Oh, okay. Also entweder haben die das entsorgt, als er zurückgekommen ist, oder er ist wohl nie wieder zurückgekommen, so wie es aussieht. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Ja, so ein bisschen kann man es verstehen, ne? Dass das Haus hier unheimlich war. As a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ja, das hat sie ja gerade schon mal gesagt. Schauen wir erstmal eben hier draußen. Oh, ich liebe diese Spiele. Die sind mega nervig, weil die ganze Zeit sich natürlich bewegen, aber ich liebe sie trotzdem. Es gibt, also die hier, die machen ja so kling, kling, kling irgendwie. Aber es gibt noch welche, die eine richtig geile... Hier wird nichts angezeigt, dass ich irgendwas anfassen kann. Die so richtig geile Holzgeräusche machen. Ja, ich weiß, also, ja, nee, panflötenmäßig nicht. Aber das ist schon, also... Alter, wie es bewegt sich was in der Garage. Wird das jetzt hier ein Horrorgame oder was? Hallo? Also ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es eigentlich ist. Ich weiß nur, ich habe es bei mir auf der Liste gehabt. Habe es dann irgendwann mal im Angebot gekauft und war mega gespannt, es zu spielen. Habe es dann vergessen, habe dann doch dran gedacht, habe dann keine Zeit mehr gehabt und naja, wie das dann öfter mal so ist, ne? Okay, also da können wir anscheinend rein. Aber in der Garage hat sich doch gerade was bewegt. Das finde ich nicht nett. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Aha. Kommt jetzt ein Jumpscare? Also jetzt doch auf die andere Seite. Wenn ihr jetzt aber sagt, dass in der Garage sich was bewegt hat. Und ich vermute mal, dass die Leute alle tot sind hier drin. Ja gut, es könnte irgendwas sein, was hier durch die Klappe durchgekommen ist. Eine Katze oder vielleicht auch ein Waschbär oder so. Achso, die krabbelt da durch. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Das ist die... Ich dachte, da kommt man in die Küche oder so. The power had been turned off the night we left. Die Nacht, als wir gegangen sind. Oder sind die doch nicht alle tot? Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher. Ich dachte immer, man soll herausfinden, was mit dieser Edith Finch passiert ist. Aber scheinbar bin ich das, ja. Was sind das für komische Dinger, die hier so... Ja, wer hängt denn sowas in der Garage? Muss ich das verstehen? Okay. Oh, das ist cool. Aber wir wollen ja ins Haus rein, ne? Ich denke mal, dass man sowieso nichts groß anklicken kann, es sei denn, es gehört zur Geschichte. Das sind Angeln. Ach doch, man sieht es oben doch. Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt einfach so spitz zu? Also wenn sie sich da wie zu Hause fühlt, das sieht eher so aus, als ob die, weiß ich nicht, gerade ausziehen oder so. Überall die Bücher auf dem Tisch. Ja, der gute Katzenwein hier, ne? Zinnfadel Blend von der Orange Cat. Okay, doch die Erinnerungen an eine Familie. Moment, wir haben zwei Sachen. Ja, geil. Und wenn man kein Chinesisch mag? Okay, Molly. Ja. Okay, ich nehme mal an, dass das die Katze war, die sich in der Garage bewegt hat. Aber kann man die da nicht finden? Also wenn sie sagt, da hat sich irgendwas in der Garage bewegt?
Ist das vielleicht sogar eine Errungenschaft oder so? Ich habe da ja so ein Näschen für manchmal. Nicht oft, aber manchmal. Scheint hier nichts zu sein. Es geht mir nicht irgendwie um Jumpscares oder sowas, ne, dass die Katze mich jetzt gleich anspringt, so sondern einfach nur, ob wir die Katze finden können, aber hier waren wir ja schon überall. Da links um die Ecke waren wir noch nicht, aber... Ja. Oder es hieß nur so viel wie... Ach du Schande, okay. Ach so, ich dachte gerade, das wäre Blut, aber das ist Rotwein. The table was still a wreck from the night we left. Wie in der Nacht, als wir gegangen sind. Killing everyone but sparing the furniture. Naja, sowas ähnliches habe ich mir nämlich jetzt schon gedacht. Edie? Ist das ein Fenster? Achso, das ist von der Garage, okay. Vernageltes Fenster. Also durch. Nothing in the Durchgang. House looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Da war einfach von allem zu viel. Also Bücher sehe ich jetzt noch nicht zu viel. Das ist eher noch zu wenig, muss ich sagen. Aber ich bin da ja sowieso ein bisschen halt auch berufsbedingt, ne? Aber auch schon vorher. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Aus dem ursprünglichen Haus stammten die Steine, nachdem es versunken war. Okay. Da, was zur Hölle ist das? Alter. Soll das so eine Art Schaukelstuhl sein? Ich muss hier raus. Bin ich das? Also sieht mir so aus, als ob das die Bilder von den Kindern sind, ne? Theoretischerweise müsste ich das dann sein. Wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan von dem Ganzen. Normalerweise gucke ich ja schon mal rein, das ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile her, ob mir das Spiel gefällt oder nicht. Also so von der Machart her. Es ist bei Horrorgames ist das immer so eine Sache. Weil, ja, wenn die zu... Soll ich das sagen? Zu langweilig ausgelegt sind. Also nur Jumpscares die ganze Zeit oder so. Es sei denn, dieses eine Don't Scream heißt das, glaube ich. Das würde ich auch gerne mal machen. Wobei, nicht zu schreien wahrscheinlich keine große Herausforderung ist. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ja, ist der Bruder gewesen, Milton. Ah, ja, was wird er da gewesen sein vom Alter her? Weiß ich nicht, 14, 14, 15 vielleicht? Kann man jetzt schwer sehen. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Turbulente letzte Nacht. Okay, also die hatten auf jeden Fall einen behinderten Onkel, Vater, ich weiß es nicht. Weil hinten stand schon Rollstuhl, hier ist nochmal so eine, ja, Treppenhilfe. Also ein Gehbehinderten. Ich weiß jetzt nicht, der muss nicht gelähmt sein, aber er kam wohl nicht mehr gut die Treppen hoch. Die Tür hier können wir erstmal noch nicht benutzen. Ach, das ist dieses Scharnier, was draußen lag in der Diele. Das haben die ja auch komplett isoliert, ne? Hä, wollten die das irgendwie zumachen oder so? Muss ich das aufbrechen? Ich habe keine Ahnung. From Cove to Stove, The Holiday Feast, Raw Ball. Alles so nichtssagende Titel irgendwie. Testing Thailand, ja gut. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Okay, das beantwortet dann gerade meine Frage, die ich gerade gestellt hatte. Oh, gruselig, ist das die Mutter?
Also irgendeiner hat eine ganz gruselige Vorliebe dafür gehabt, hier Bugs, wie heißen sie, Käfer und so zu sammeln. Oh, ein Orca, wie süß. Und dann gibt es einen blonden Jungen, ist es, glaube ich, da oben. Noch so ein, ja, braunhaariges Mädchen, würde ich mal von hier aus sagen. Aber unten, das war doch blond, oder nicht? Wobei ich natürlich weiß aus eigener Erfahrung, dass man extremst blond sein kann und dann irgendwie 5 Jahre später dunkler wird. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara. Also anscheinend bin das nicht ich mit Bigfoot. Okay. Scheinbar habe ich noch eine Schwester. Da geht's noch zum Dachboden hoch. Und das ist da eingesteckt. Okay. Müssen wir gleich mal probieren. Da war gerade noch was hier. Hades' Vater Odin built the original house. Also der Opa, wenn ich das richtig sehe. Der hat das Haus gebaut. Hier war aber noch was zum Anklicken irgendwo auf der Seite. Oh, ist das I spent a lot geil. of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Oh, ist das geil. So ein Zimmer hätte ich auch gerne gehabt. Aber nicht mit so. Also lieber mit Orcas drin. Das sind Buckelwale, oder? Also einer. Die im Hintergrund natürlich nicht. Oder? Nee, das ist ein Hai. Aber der hat hier oben, sah das jetzt gerade so ein bisschen, aber der hat jetzt auch nicht die Finne und so. Das ist aber was für ein Hai, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da nicht so der Hai-Freak, dass ich da weiß, was für verschiedene Haiarten es gibt. Das ist jetzt das Haus unter Wasser, oder? Und auf dem Boden wurde auch nochmal gezeichnet. Das ist ja cool. War ein großer Künstler, wenn er es Louis selber told me gemacht there were hat. secret passages, but I never believed him. Ja. Erwischt. Habe ich So, gedacht, ich könnte die my Zeit mom was nutzen. really good at keeping secrets. Wow, das nenne ich mal Geheimtür. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay, jetzt hätte ich doch lieber erstmal hinten den Gang genommen. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Ich denke mir mal, dass wir ja überall reingehen können. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Dass der kleine Bruder Milton vor ihr da war. Also Milton ist hier der große Künstler, wenn ich das richtig sehe. Okay, wen er da gezeichnet hat, weiß ich nicht. Ach, das könnte der Baum sein. But I had no idea what was behind that door. Schlafzimmer. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Okay. Ist auch alles sehr. Man sieht schon, die Blumen sind vertrocknet und alles. Gibt es hier eine I grew up Tür looking at raus? Molly's room through the Oh peephole. nein. Ach so, das ist eine Klopapierrolle. Ich dachte gerade, da liegt noch ein Tier drin. Oh, ich Molly's dachte Drivel had a schon. tiny bedroom with its own even tinier gerbil Oh. cage. Das ist ja cool. Also sehr klein leider, aber auch irgendwie eine coole Idee. Ach, da geht's raus. Orcas Island Coves. Auf jeden Fall ist das eindeutig ein Mädchenzimmer, würde ich mal sagen. Molly. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Das können die doch nicht machen. Ich musste mich doch noch weiter im Haus umsehen hier. Ich stand auf und hatte Hunger. Okay. My Halloween candy was all gone.
Ja gut, die bringen ja auch nichts, wenn man Hunger hat, ne? Muss man dazu sagen. Das Rennmausfutter. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Oh, du kannst doch nicht deine arme Maus alles wegessen hier. Hallo? Nee, ich mach mal die Schublade nicht auf, aber geht auch nicht. Nachher esse ich noch die Rennmaus selber. Molly. Ich hatte übrigens durch Zufall gesehen, Moment, wenn man auf Escape drückt, genau, dann hat man hier so einen Stammbaum. Wir sind jetzt hier unten bei Molly. Ah ja, ja, genau, wir sind Edith. Okay, damit wäre dann meine Frage, die so ein bisschen im Hintergrund lief, auch auf jeden Fall beantwortet. Okay. Oh, die hat nicht wirklich... Alter! Erstens, wie kann man sowas Schönes wie Seesterne sezieren? Zweitens, warum mit einem Buttermesser? Oh mein Gott. Okay, ich sehe hier gar nichts im Dunkeln. Was bist du denn? Hallöchen, Manfred. Ich dachte schon daran, was. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich klicken sollte. Ich dachte über ihn, Christopher, aber ich hielt zurück. Christopher, nicht Manfred. Okay. Hallo Christopher. So hungrig bin ich noch nicht. Wobei ich... Moment, da ist eine Tür, aber hier ist doch auch eine Tür. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ja, geil. Was ist, wenn ich jetzt hier im Zimmer liege und keine Luft kriege oder sowas? Dann kommt keiner zu mir, weil abgeschlossen ist. Achso, hier ist Badezimmer. Ah, okay. Was macht man immer in solchen Spielen? Als erstes mal in die Toilette gucken, wie reinlich die Entwickler gewesen sind. I kept eating and eating. Oh, nee. Oh. Ey. Das kannst du doch nicht essen, Kleines. Also, ich nehme an, dass das die Zahnpasta war und nichts anderes. Ey. Damit vergiftest du dich nur. I ate a lot of things that night. Das ist doch Plastik. Ach du Scheiße. Ich will ja gar nicht mehr weiterdrücken. Oh mein Gott. Die übergibt sich doch gleich, oder? Deswegen haben wir das auch so eindrucksvoll. Hallöchen. Rauchschwalbe, habe ich auch noch nie von gehört. Okay. Nein. Nein, nein, nein. And suddenly, Kleines. I was a cat. Okay. Kann das sein, dass sie am Träumen ist? Wo willst du denn mit mir hin? Vogel, Vogel? Kann ich da hoch? Anscheinend nicht. Da kann ich hoch. Nee. Mom and Dad didn't even look at me. Okay, ich kann aber anscheinend auch nicht runterfallen. Das ist schon mal etwas Gutes. Muss ich die irgendwie fangen oder muss ich der nur folgen? Achso, ich muss der nur folgen, glaube ich. Komme ich da hoch? I could tell she was getting really tired. Hallo Vogel? Komm ich denn da jetzt hoch? Muss ich da hinten hin? Now I was up in the big tree. Ja. I promised that I wouldn't climb it anymore. Da nie wieder hochzuklettern. All I cared about was eating that mama bird. Aber wir springen da nicht hoch, okay. Dann springen wir hier hoch.
Ach so, der ist da. Ah, verstehe. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Was? All I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ach du Scheiße. Was ist das hier für ein Spiel? Rabbits. Da. Aber ich komme nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. So. Oh, dein Ernst, dass ich jetzt hier ein Kaninchen jagen muss? Das war jetzt unter mir. Ich bin da viel zu schnell weg. Alter! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Willst du mich verarschen? Die hört sich so jung an. Was träumt die da für eine Kacke? Also wenn sie das träumt, aber davon gehe ich mal aus. Ich höre hier gerade gar nichts. Nein, hallo. Geh wieder hoch. So kann man anscheinend auch angreifen. Trotzdem, ich kann hier nichts hören. Ich wollte was Größeres. Ja, super. Wo ist denn was Größeres? Ein Mama-Kaninchen. Ja, super. Ich werde immer besser. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich begann zu schocken, aber ich konnte nicht stoppen. Und plötzlich war ich ein Schork. Und nu? Hallo? Ich kann mich nicht drehen. Hallo? Ich bin ein Fisch auf dem Land. Könnte mich mal jemand essen? Oder helfen, ins Wasser zu kommen. Aber ich glaube, hier gibt es gar kein Wasser. Ah, doch. Nee, doch. Alter, ist das dein Ernst? Spiele ich hier gerade für ein Spiel? Ja, als nächstes bringt die jetzt noch Leute um, oder was? Also ich kann immer nur so kurz sprinten. Ich weiß nicht, ob das bei Haien auch so ist. Jetzt darf ich einfach so schwimmen, oder was? Was jetzt zugegebenermaßen nicht sehr interessant ist. Oder kommt noch ein? Ach so, das ist die gleiche Robbe. Alter, wo ist sie hin? Keine Ahnung. Normalerweise haben die eine Blutspur hinter sich, aber hier sieht man gar nichts. Links irgendwas gehört? Weiß nur nicht, was ich höre. Ist das die Robbe oder nicht? Ich schwimme jetzt komplett in eine falsche Richtung, oder? Oh, ist das dein Ernst jetzt? Die Robbe ist weg. Was soll ich jetzt noch hier? Leute.
Die hat Glück gehabt. Oh, nee, doch nicht. Mist. Jetzt war ich ein Sumpfmonster. Ah, ich bin wirklich ein Monster. Was bin ich denn? Alter, ist das dein Ernst? Ja, ich drücke jetzt die ganze Zeit an links, aber irgendwie tut sich nichts mehr. Muss ich den irgendwie reinziehen oder so? Geht der dann schneller? Okay. Hallöchen, ich bin euer Albtraum. Ich sehe nichts. Hallo. Kann mich nicht bewegen. Irgendwas mit einem Monster habe ich noch gelesen. Aber, also hier. Und ich roch überall Menschen. Ja, hier ist doch jemand drin. Wieso darf ich da nicht die Tür aufmachen oder so? Oh, hi. Soll ich dir folgen vielleicht? Moment, wo ist der? Ich sehe nichts. Hallo. Ah. Nein, geh mal zurück. Da muss ich rein, oder? Also die eingeschränkte Sicht macht es nicht gerade einfacher. Da hinten. Ja, das ist aber der Captain. Komm ich genau? Oh, warte mal. Ach, der ist draußen, ne? Komm ich so gar nicht. Was für ein Spiel spiele ich hier? Es ist auch noch alles so dunkel. Der gute Geruch führte mich in ein altes Rohr. Ja, ob das dann so ein guter Geruch war, ich weiß ja nicht. Abwasserkanal oder was? Oder kommen wir jetzt in der Toilette aus? Oder? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Und ich hab's noch gesagt. Das sieht doch irgendwie so pervers aus. Oh Leute, was habt ihr da für ein komisches Spiel gemacht? Vor allem wurde mir das Spiel so oft von euch vorgeschlagen. Welche Sau hat mir das Spiel vorgeschlagen? Ich find's irgendwie strange. Das ist wieder mein Schlafzimmer. Was rochen da so gut? Oh, Moment, hier rechts ist was. Meine Mäge. Meine Mägen fingen an zu knurren.
wie eklig war das jetzt? Ich will nicht mehr. But I'm sure Edie would have. Edie ganz sicher. So, Moment. Edie ist von 1917 bis 2010. Also vermute ich mal, dass das der Opa gewesen ist. Obwohl Edie, ja, vom Namen her könnte es auch eine Frau sein eher, ne? Weil sonst wäre es ja eher Eddie. Edie ist vielleicht eine Abkürzung. Odin ist auf jeden Fall männlich. Oh, der hat noch früher gelebt. Okay. Dann gibt es noch eine Ingeborg, Kai, Sven. Das sind wahrscheinlich die Angeheirateten oder so. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, da haben wir ja noch eine... Ne, ich wollte hier eigentlich... Ich wollte hier raus. Achso, drücken. Okay. Wird gespeichert. Sehr schön. Vielen Dank. Da muss ich den Teil wenigstens nicht nochmal machen. Aber... Ja, aber sie ist doch Molly, oder nicht? Wieso reden die mal von Edie? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil da steht doch Molly drauf. I felt like some part of Molly was still here. Vielleicht ist sie ja noch unter dem Tisch oder so. Unter dem Bett oder so. Gut, aber sonst können wir hier nichts machen, ne? Alter, was war das gerade für eine Vorstellung? Ach, die Katze. Soll ich jetzt auch da hinterher springen oder was? Wo ist sie jetzt hin? War doch gerade eine Katze. Ist sie irgendwo da hinten? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Okay, also ich tippe jetzt mal darauf, dass es wirklich eine Oma war, weil der Opa hätte wahrscheinlich eher nicht gehäkelt. Lurpi, oh. Aber immerhin 9 Jahre alt geworden. Nee, Quatsch. Book of Memories. Vorpli, Vorpi und Rob. So, was stimmt daran nicht? Rob passt nicht rein. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Okay. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Also die hat Baumrinde genommen und hat darauf gemalt. Das ist auch mal eine Kunst hier. Weil die Farbe verteilt sich halt ganz anders. Molly, Barbara, Calvin und Sam sind anscheinend Zwillinge. Zumindest beide im gleichen Jahr geboren. Moment, Calvin und Sam. Das sind hier die beiden. Oh, der eine hat den anderen überlebt. Okay. Walter. Oh, ich liebe solche Nähmaschinen. Hätte ich dafür den Platz und hätte ich vor allen Dingen das Geld, um die zu bezahlen, die sind ja meistens sehr teuer, würde ich mir auch dekomäßig eine hier hinstellen. Louis, Milton. Oh Gott, hier sind ja alle. Oh Gottchen. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Hm. Kann ich was machen? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family. And his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington
send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Weil Escape komme ich nur. Hallo? Ja, das wissen wir alles. Ich will hier raus. Ich kann hier nur auf Spielen gehen. Übrigens, da kann ich euch auch mal kurz zeigen. Also alle Soundeffekte sind komplett auf Maximum. Das heißt, die reden einfach nur so leise. Zumindest kommt es bei mir im Kopfhörer fast gar nicht an. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Ah, Pfeiltaste nach unten. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay, also wir müssen nämlich mal an, um das Spiel abzuschließen. Oder soll... Ach, warum gehe ich immer hier rein? Oder sollten zumindest alle Geheimnisse davon, beziehungsweise alle Namen davon drin haben? Oh, Hallöchen. Komme ich aber anscheinend nicht rein. Sven und Edi. Okay. Also Dienstag scheint der letzte Tag gewesen zu sein, als sie noch ihre Tabletten genommen hat. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Alter! Ist das das Badezimmer von einer, weiß ich nicht, 80-Jährigen oder so? Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja. Nicht dein Ernst jetzt. Okay, die hatte hier einen Stuhl, weil sie wohl nicht mehr so konnte. Na gut, ich weiß es nicht, zu welcher Zeit das spielt und wie viel Geld die hatten. Sonst hätte man hier so eine Tür reinmachen können in der Badewanne. Oder halt direkt eine Dusche natürlich machen. Oh, da ist ein... Soll wahrscheinlich Playmobil-Männchen oder sowas sein. Okay. Da sind auch Medikamente von Dienstag als letztes benutzt. Oh Gott, ich hoffe, die Oma frisst jetzt nicht irgendwelche anderen Tiere oder sowas. Oh Gott. There's a secret in this bathroom. Das Badezimmer birgt ein Geheimnis. Okay, der hat das Buch aufgeschlagen. Er steht in der Mitte und er zeigt unter das Spülbecken. It's in the last place you would look. Das ist der letzte Ort, an dem man suchen würde. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ach so. Okay. Das ist eine Fotokamera, oder? Wenn ich das richtig sehe. Sven gave Sam Fotos entwickelt. He'd refurbished. He never put it down. Ja, sieht man noch hier oben. Hier werden Fotos entwickelt. Okay. Calvin Finch. Da ist wieder so ein Reh. Geht's noch weiter? Milton. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt keine Jumpscares hier drin kommen werden. Dass das tatsächlich nur so ein Erkundungsding ist. Was aber trotzdem sehr interessant ist und sehr verstörend. Wie jetzt zum Beispiel das mit der Kleinen eben.
Odin Finch Nationalpark, Zigaretten. Ist auf jeden Fall alles schon sehr lange her. Das sind auch ganz alte Kameras. Zigaretten sollen ja angeblich auch bald verboten werden. Naja, da versuchen sie schon seit Jahren dran zu gehen. Kann man hier hoch? Oh. Hallöchen. Hier unten an der Tür kann ich noch was... Das ist, um das abzumachen, oder? Ja. Ich wusste, dass Opa Sam einen Zwillingsbruder hatte, oder was? Und dass er nie über ihn sprach. Dann ist er wahrscheinlich derjenige, der länger gelebt hat. To Command Center. Oh mein Gott, was ist das für ein Spielzimmer? Alter, jeder Junge hätte hier seine helle Freude gehabt. Und jedes Mädchen auch. Oh, was haben wir hier? Nein. Okay. Ich hätte erst nach oben gehen sollen, ne? Nein, ich will... Hallo, ich will zurück, zurück, zurück. Ich will mir erstmal den Teil oben angucken, bevor ich jetzt wieder irgendwo anders hingehe. Command Center. Ey, sieht doch mal mega aus. Fort Sam. Ach so, das sind... Ach stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das zwei Betten sind. Ey, sieht doch Hammer aus. Da kann man hier... Ne? Die sieht auch ziemlich spacig aus, die Pistole. Das steht schon drauf. Der ist 11 Jahre alt geworden. Stand das da auch drin? Ah ja, 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 11. Aber der andere, der Bruder, ist auch nicht besonders alt geworden, ne? Der ist 33 geworden. Kelvin und Sam war das, ne? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh. Okay. Muss ich jetzt schaukeln? My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Schade, ich kann nicht abspringen. Okay. Ich kann aber auch sonst nichts machen. Muss ich irgendwie ausschaukeln, damit ich runter kann? Oder? Ja gut, ich muss dazu sagen, mit dem Bein würde ich auch nicht abspringen. Ich lass mich mal ausschaukeln. Du sollst nicht mit dem Fuß da rumeiern? Huch, da hinten. Ach, das ist bestimmt der Bruder, oder? Komme ich hier runter? Hallo? Selbst mit der Pfeiltaste komme ich nicht runter, okay. Alter, was soll ich machen? Hallo? Bleib doch mal stehen. Ich komme hier nicht runter und ich kann nichts machen. Das ist so doof. Ich kann auch nicht zoomen. Ja, und nun? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann den Kopf nicht bewegen. Da kann ich auch nichts machen. Mit dem Pfeil... Scheiße, mit dem Pfeil nach unten nimmt der wieder Anlauf. Rechtes Bein, linkes Bein. Oder muss ich irgendwie ganz dolle... I think Calvin always wanted to fly.
But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Also. Alvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Scheiße. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ja, das Schlimme ist, ich glaube, das haben wir alle mal versucht. Also zumindest so weit wie möglich so hin und her zu schaukeln. Das hat die Oma gemacht, ne? Scheiße. Vor allen Dingen... Edie roped off Calvin's half of the room. So, die Seite war dann abgesperrt hier, verstehe. Also, klar, habe ich ja gesehen, aber... Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Naja, wenn er einmal ausgezogen ist, ist das klar. Achso, ich wollte gucken, ob ich durch die Tür irgendwie durchkomme. Da war doch auch noch irgendwie was zum... Nee, das war das nur mit dem Ding, ne? Alter, das Schlimme ist, du musst das dann auch noch selber machen. Also in dem Spiel jetzt hier. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Und da kommt man wieder zurück. Hab ich mich jetzt erschrocken? Wo kam der Affe her? War der vorher auch da? I always thought of Barbara as a child star. Achso, hier war ich doch nicht drin, stimmt. Oder? War ich eben in ihrem Zimmer? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich habe sie, meine ich, nur draußen gesehen. Also sie hat so alles abgeräumt, was man abräumen konnte als kleines Kind anscheinend. Das soll Bigfoot sein. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Gorilla, okay. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Penelope's Diner hat sie wohl später gearbeitet. Das sind aber echte Fotos, oder nicht, die sie hier eingebracht haben? Happy Birthday, Barbara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ist sie geworden. Bin versucht, die da reinzustecken. Aber ich kann leider nichts machen. Schade. Was habe ich denn eben klacken gehört eigentlich? Barbara, 1944 bis 1960. Ja gut, das würde mit dem 16... Aber die ist doch nicht 16 da auf dem Bild. Vor allen Dingen mit 16 geht die doch nicht arbeiten. Also sieht mir jetzt nicht nach so einem Nebenjob aus, um sich Studium oder sowas zu finanzieren, sondern ich denke mal, dass sie da richtig arbeiten gegangen ist. Klopften hier die ganze Zeit. Also ich höre nicht viel über meine Kopfhörer, warum auch immer, aber ich höre, dass hier was klopft. Gehen wir mal wieder. Aber wie passe ich? 17 bin ich, glaube ich, aktuell. Wie passe ich bitte schön durch diese ganzen Gänge durch? Das ist ja schlimm.
So, Moment. Das ist die. Ach so, das ist die Tür, die abgesperrt wurde. Okay. Und hier war der Dachboden. Da wollten wir auch noch hin. Verschlossen haben. Ja, aber die ist doch mit Strom gesichert, oder nicht? Oder geht das nur nach oben durch? Kann ich auch nicht rausziehen oder so, ne? Hm, das ist das Bild, was ich übrigens meinte. Da sind die anderen Häuser. Also Häuser, genau. Häuser in Häusern. Das ist ein schönes Bild hier. Gregory, bei dem waren wir noch nicht. Sven und Edi. Ach, Sven ist deine Opa. Ja, klar. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich von einem Zimmer ins nächste komme. Molly waren wir auch drin. Hä, man muss da doch irgendwas machen können, oder nicht? Weil wir haben ja jetzt hier quasi gar nichts gemacht und auch kein Tagebuch gefunden. Oder ähnliches. Das sieht aus. Barbara. Oh mein Gott, meine Oma und mein Opa. Da weiß ich, die haben noch so ein uraltes Telefon gehabt. Mit Wählscheibe. Das war aber schon, das sah aus wie diese normalen Telefone. Also von der Form her. Aber halt mit Wählscheibe hatten die. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber dieses Rattern immer, wenn man dann so... Und dann ging das wieder zurück. Das war schon ein bisschen nervig manchmal. Ah, Moment. Das war's. Oh, shit. Ich ahne Schreckliches. I'm surprised Edie saved this one. Aber das sind irgendwelche Horrorgeschichten, die ich jetzt mitmachen muss, oder? Oh mein Gott. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her screen. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec.
20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Muss ich da jetzt runter? She found Rick's crutch and imagined the worst. Blutige Hand an der Tür. Okay, also so richtig hundertprozentig. Da blinkt doch was. Ist es normal, dass das so blinkt? Achso, da hinten. Muss ich jetzt echt kämpfen? The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Was? Alter. Okay, es gibt keine Errungenschaft. Schade. Ich denke mal, da müssen wir hin. Hier ist alles dunkel, hier kann ich gar nichts sehen. Was? Trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Oh, nee. Es soll jetzt nicht ein neuer Prank hier, oder? Ich sehe hier gar nichts. Schau das Skelett. Wie komme ich denn hoch? Moment. Suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Hier. Schlage ich den jetzt von hinten nieder oder was?
ich gehe runter und hau dir nochmal eine drauf. Hier, wo sind jetzt die Treppe? Da. Lauf schneller. Boah, ich kann nicht schneller laufen. Ich würde ja eher die Polizei rufen, ne? Davon mal abgesehen, aber... Jetzt ist der weg, war klar. Alter! Aber irgendwie macht das Spaß. Also diese Geschichte ist irgendwie geil. Wenn er jetzt an der Tür klingelt, ne, dann hau ich dem eine runter. Alter! They were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Oh. Now that's what I call a real eerie tale. Der Schlusssatz war jetzt makaber, aber der war auch irgendwie passend. Okay. Absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Alter, was sind das für kranke Geschichten? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh. Aber irgendwie muss ich sagen, ist das so cool gemacht. Ja, komm, mach es zu. Komm, weiter, weiter. Ist es so cool gemacht, dass man auch weiter, ja, machen möchte. Okay. Ah, jetzt klackert das hier nicht mehr. Ich soll wieder da rein. Die Frage ist nur, ich komme doch dann immer noch nicht. Immer noch nicht woanders hin, oder? Weil ich denke mal, dass ich alle Rätsel hier in diesem Haus lösen muss. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Hm. Ist das jetzt ein versteckter Hinweis? Dass wir vielleicht in den Keller sollen? Das kann natürlich auch sein. Boah, das ist so dunkel. Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Ich schau mal eben unten nach. Also ich habe auch irgendwie so ein ganz, ganz mieses Gefühl. Weil wenn die alle nicht so alt geworden sind und danach sieht es nun mal aus, nachdem was da stand, oder sehe ich gar nichts, bedeutet das ja in der Regel, dass ich wohl auch nicht besonders alt werde, oder? Ich meine, ich bin immerhin 17, quasi noch die Älteste. Ja gut, die Älteste nicht, gibt noch andere, die älter waren.
Okay. Es wird gespeichert. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Oh mein Gott, werde ich jetzt die Treppe runtergestürzt oder so? Sind hier irgendwelche Monster, irgendwelche Serienmörder? Das ist ein uralter Kinderwagen. Ach, das ist so ein Ding. Mom said the base was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Noch eine Tetanusspritze, okay. Da hinten ist es total dunkel. Bleiben wir erstmal eben hier. Weil ich würde schon gerne was sehen. Oha. Hm. Aber das ist doch für die Mutter, oder? Hat der Sven, also für die Oma meine ich, nicht für die Mutter. Der Sven hat dann wahrscheinlich alles vorbereitet, nehme ich mal an. Sven war jetzt der Ältere, oder? Sven. Bin ich doof? Sven steht gar nicht hier drauf. Ach doch, hier. Genau, sie ist eine direkte Nachfahrin und der Sven, der ist dann angeheiratet, nehme ich mal an. Was wollte denn hier machen? Drachen? Aber sieht schon geil aus, muss man ihm lassen. Ah, hätte ich so einen Keller, würden bei mir auch solche Sachen drin stehen. Mit Holz habe ich auch mal gerne gearbeitet. Also, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, aber ich muss hier mal eben die Rollladen runterlassen, weil ich sehe hier so gar nichts. Es gibt auch... Nee, L ist keine Taschenlampe. Es ist halt doof, dass man so... Oh, der Keller. Dass sie vielleicht Geschenke versteckte, okay. Vielleicht versteckt sie auch eine Leiche da drin, wer weiß. Okay, das kommt von innen. Kann ich mich schon bewegen? Ich sehe hier nichts. Alter! I remember asking Mom once about where Walter had gone. Was macht der denn hier? Heimlich Sprengstoffexperte oder so? Ach, das ist ein Bunker. Nee. Okay. Das erklärt, wo der ganze Thunfisch hingegangen ist, von dem am Anfang gesprochen wurde. Und er hat dann... Auch nicht schlecht. Er hat dann noch seine eigene Ecke, wo er dann noch ein bisschen basteln kann. Aber es ist doch ein Bunker, oder? Ein Ein-Mann-Bunker oder was ist das hier? Das ist Walter. Ist auch nicht so alt geworden, ne? Aber gut, 53. Ja. 53, der sieht aber viel älter aus. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Ist das dein Ernst? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Das ist ungefähr 2 Wochen später. Nee, Moment. Oh, im Jahr 1976 war es nicht gerade noch 68? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly.
And then one day, everything just stopped. Hat der immer wirklich pünktlich bis 12 Uhr gewartet, bis er gegessen hat? Ernsthaft? Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Okay. Well, I still can. Muss jetzt gehen, solange ich noch kann. Lass mich doch erstmal kurz umschauen. Ich meine, viel kann man hier ja nicht sehen. Gut, da sind wir ja schon reingekommen. Ah, da steht extra im Weg, damit man nicht zurück kann. Ah, ihr kleinen Schweinchen. Ich guck doch immer, ob man nicht noch irgendwo eine Errungenschaft finden kann oder so. Es geht noch tiefer. Echt jetzt? Wir sind doch schon im Keller. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. And Calvin. Also ich bin jetzt von irgendeinem Krieg ausgegangen, wenn ich ehrlich bin. Erdnussbutter, ja natürlich. Oh, ich habe das Zeug einmal probiert. Nee, es ist mir zu mächtig, ganz ehrlich. Ich bin jetzt eigentlich vom Krieg ausgegangen. Ne, wegen Bomben und so. Hier komme ich nicht durch. Aber maybe this is all a mistake. Aber so langsam glaube ich, das ist eine Horrorstory. Same day. Even if it kills me. Okay, also er wollte wieder frei sein, auch wenn es ihn umbringt. Ich bin bereit. Ich habe meinen Besen dabei. Especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Das ist nicht dein Ernst, oder? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Also er hat bis zu seinem Lebensende war er im Keller. Dann ist er rausgegangen, wusste nicht, was oben ist und ist dann vom Zug überfahren. Holy shit, ehrlich. Das ist... Ich nehme mal an, ich muss jetzt den Weg da unten nehmen. Ah. Werde ich dann auch überfahren, oder? Schönes Bild, ja. Na gut. Ich bin ein bisschen fassungslos, sage ich euch ganz ehrlich. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Ja, das kann passieren, wenn du jetzt da rausgehst. Ja, was hat sie noch verheimlicht, um dich zu schützen? Wer weiß? I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive.
Now that there's only one of us left. Or maybe two. Das Spiel wurde gespeichert. Ich glaube, dass wir noch einem Zug begegnen. Hallo? I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ich überfährt jetzt hier aber nichts, ja? Mit einer kleinen Lokomotivmütze, ja. Ach, Walter, Walter. Okay. Warum hängen da Stühle oben rum? I don't know if I should even be writing this. Maybe it's better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Dass du über deine Familie Bescheid wissen solltest, das ist nicht meine Familie. Nee, nee. And the history you're a part of. Ach so, da liest die gerade aus dem... Da hinten? Kann man da ins Wasser gehen? Ich habe ein bisschen Angst, dass das dann backt oder so, aber da hinten, das sieht mir aus wie so ein... Weiß ich nicht, ein Teil vom Schwimmbad oder so? Ne, da kann man auch nicht rein, ne? Ne, kann man nicht rein, okay. Hätte ja sein können. Oh, dieses langsame Gehen, ne? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Oh, das ist... Es ist so eine bedrückende Stimmung und gleichzeitig fragt man sich immer... Wenn du mich fragst, glaubten die Menschen in diesen Geschichten? Man fragt sich immer, ist das jetzt erfunden oder ist das wirklich passiert? Und wenn ja, das ist ja so heftig. Also ich meine das mit diesen komischen Monstern und so. Das könnte eigentlich nicht passiert sein, aber... Wer weiß, das ist ein Spiel, ne? Vielleicht ist das ja auch passiert in einem Spiel. Soll ja angeblich die wahre Story dahinter sein. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Das ist die Schaukel. Heilige Scheiße. Ja, ich weiß, es ist YouTube. Man darf nicht fluchen, sonst wird man gestrikt. Moment, sollte ich hier rumgehen? Weil da oben ist noch ein Weg. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Anscheinend, da ist der Friedhof. Aber ich muss weiter im Haus gleich machen, oder? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Stimmt. Shadow war die Katze, Oliver ein Kaninchen, Bob anscheinend eine Kuh? Nee, ein Hund, ne? Christopher war der Fisch. Schatzi, keine Ahnung. Three of the gerbils were mine. Two had been my fault. Dann waren da ganz viele Vögel drin mit ihrem Irpi. Sagen wir es mal so. Von der Form her würde ich sagen, Schatzi ist ein Tier. Bailey, ja gut, Bailey ist auch nicht so viel.
Das müssten eigentlich auch Tiere sein, oder? Lucy, Daisy, das ist eine Katze, Taka, Coco, Zoe. Also von denen ist keiner der Name von denen. Also nehme ich mal an, das könnte jetzt zum Beispiel ein Hund sein. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Aber warum sind bei denen so viele Tiere gestorben? Molly Finch. Kelvin Finch, das war der Kleine, ja. Der ist 11 geworden. Sven und Edie Finch. Walter Finch. Das war der, ja, das war der, den wir gerade hatten. Da müssen wir gleich noch hoch. Barbara Finch, das war die mit der Krücke. Die eine. Das heißt, die habe ich jetzt schon alle durch hier. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Also ein Paddel. Sind die im... Nee, Moment, das waren die, die mit dem Baby angekommen sind, ne? Aber die sehen so alt aus. Ich dachte, die waren jünger, die mit dem Baby angekommen sind. Poking out of the water at low tide. Hat das jetzt... Achso, ich muss da wahrscheinlich gucken. Und was ist mit dem hier? Da wissen wir nicht, wer das ist. Edie said she dreamed about the old house every night. Ach, das ist das, was untergegangen ist. Hm. Ja. Tja. Edie's side was always easier for me to understand. Hier geht's dann nochmal weiter. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Was? Gregory Finch ist gerade mal 11 Monate geworden. Ist das das Baby, was mit an Bord war? Also hier vorne. Aber ich dachte, die sind nicht gestorben. Also nicht direkt. Die sind doch da angekommen, haben sie doch gesagt. Sam Finch ist 33 geworden. Das war der, der das abgesperrt hatte, ne? Also der größere Bruder hier von denen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Sam und Kelvin war das doch, genau. Und Gus Finch... Aber die sind alle so jung gestorben. Ja gut, ein paar jetzt nicht, aber da sind so viele so jung gestorben. Das ist doch Wahnsinn. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Also man kann es nicht ganz sehen. 88 und 2010. 1966 und also bis 2002 Milton. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Okay, ja, geboren 1992. Ja. Hm. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Tja, kann gut sein, ne?
Oh. Wird gespeichert. Looking back on it now. If she told me there was going to be so much climbing. Ich muss aber jetzt nicht darüber klettern, oder? Ach du Schande. I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh, Wahnsinn. Ernsthaft? Die klettert da oben jetzt gerade rum, wenn sie schwanger ist? Ist die denn verrückt? Kann man da hoch? Scheint nicht. Da hinten ist noch... kann man hier hoch? Ne, da hinten ist eine Leiter. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Echt, ey, dass man hier so in der Gegend herumklettern muss. Okay, Moment, Sam war der Opa? Da waren die beiden ja die Opas. Dann war das der Uropa. Nee, Moment, Quatsch. der hier, den meinte ich. Das war dann der Uropa. Okay. Da kann man sonst nichts mehr machen, ne? They were both pretty intense. Okay. Ein Waffenschrank, der hat anscheinend ziemlich viele... Der hat sogar ein Gewehr mit seinen eigenen Namen drauf gehabt, ziemlich viele Orden bekommen. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Okay. Ah. Seine Story. Nein, nein, nein. Oh. Wie ich das hasse, wenn ich da nochmal draufklicke, um das aufzumachen. Da sind Fotos drin. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Hmm? Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Ach so, ich muss... sag mir das doch. Aber was soll ich? Ich kann es gar nicht so richtig. Ah, nein! Alter! Moment, ein Foto von mir. Perfekt. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey! Language. Did you want to get a picture of me or what? Ach, von ihr. Wo ist sie denn? Hallo, wo bist du denn? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Ist da irgendwas Interessantes? Oder... You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aww. Es war voll unscharf irgendwo. Wie viele Fotos soll ich machen? Da
Kann ich nicht näher ranzoomen? Ist auch kein Reh oder so. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht, was ich fotografieren soll. Den Kaffee hätte ich wohl besser nicht trinken sollen. Ja, sowas. Hey. That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Das ist alles so unscharf. Man kann es auch nicht fein einstellen. Nein, och, ich wollte zurück. Keine Ahnung. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Nö. Das kriege ich nicht so richtig hin. Gib mir eine Aufgabe. Soll ich irgendwas Spezielles hier fotografieren oder... Irgendwas im Wald vielleicht. Ich fotografiere jetzt hier so lange weiter. Ich kann ja nicht rausgehen. Achso, das wäre der Platz. Das ist halt das Problem. Das ist aber auch kein Hirsch oder so. Hallo, ich will keine Fotos mehr machen. Können wir mal weitermachen hier? Kann ich nur rauszoomen. Also mit der Taste funktioniert es auch nicht. Sowas finde ich doof, dass sie da nicht wenigstens irgendwie nochmal was sagen oder so. Den habe ich ja schon. Oh, Moment. Ah! Ich wollte eigentlich nur die Kamera drehen. Bevor du ein Foto machst, was hat er eben gesagt? Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. Great shot, Don. Alter. Tja. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Tja, sie sicher auch. Ich kann mich nicht bewegen. Ach so, ich kann ihn bewegen. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Hallo, wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen?
Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Alter, das ist doch ein Bild von euch beiden zusammen. Genau, Schätzchen, bleib noch ein bisschen da stehen, damit wir sehen können, wie du heulst, weil du gerade ein Leben zerstört hast und ich total stolz auf dich bin in dem Moment. Was ist denn das für ein Opa? It's twitching. I think that's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Tja, das nennt man dann wohl Karma. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Aber war... Moment, 99? Das war doch ihr Vater, ne? Also wir haben uns jetzt gesehen, oder? Nee, Quatsch, kann ja nicht sein. Da müsste sie sehr lange schwanger gewesen sein. Wer ist denn jetzt mein Vater überhaupt hier? Ich bin ganz verwirrt. Also das, ich weiß nicht mehr. Na, ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer hier wer ist. Ich bin schon total... Oh Gott. Sam. Da können wir noch weitermachen. Da müssen wir auch weitermachen, ne? Nein. Nein. Oh, Leute. Wenn ich nicht da durchgehe, heißt das, dass ich mich erst noch in einem anderen Raum umsehen möchte. Tja. Manche Leute sind so doof, ne? Fußabdrücke. Alter, war das seine Katze? War die so aggro oder was? Oder warum hat der die so ausstopfen lassen? Oder selber ausgestopft, weiß ich ja nicht. Also steht hier Kai drauf. Haben wir noch einen Kai? Wir haben noch einen Kai. Okay, kann ich aber nichts mit anfangen. Okay, dann können wir doch erstmal da durchgehen. Ich glaube, er hat selber die Tiere ausgestopft, oder? Da sind so viele hier. Oh, das war so eklig. Der Vater von einer Freundin damals, der hat das auch selber, glaube ich, gemacht. Und das war so ekelhaft. Überall hatte man irgendwelche Tiere ausgestopft, die er mal gehabt hatte. Oder die Köpfe von denen, die er erschossen hatte. Und, oh. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ja, dieses Zimmer war für mich extremst traumatisch damals als Kind. Sie hatten beide sehr viel verloren. Ja, Finch. Ich hatte gedacht, das sieht so horrormäßig aus. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch kein normales Kinderlächeln jetzt mal, ohne Scheiß. Das sieht aus, als ob da gleich irgendwie so ein Monster rausgesprungen kommt und einen verschluckt oder sowas. Das ist doch nicht normal. Gregory? Also ich weiß, dass da noch was war, was wir uns jetzt auch gleich noch angucken. Ich wollte nur mal hier... Race Flag Duties, Routine... Nur mal gucken. Ah, er hat eine Kletterwand gehabt. Da kann man dann auch noch mal hoch. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time. Ja, ich denke mal, da kommen wir gleich rum, ne? Gregory Dawn Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry yet. Okay, der hat auch noch mal eine eigene Geschichte. Okay. Gucken wir erstmal eben hier. Das ist so ein richtiger Schrein. Also es ist überall ein richtiger Schrein. Das ist schon echt traurig. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it.
Okay, wir sind in der Badewanne. Wir sehen aber hoffentlich nur unsere Füße und nicht mehr. Diese Ente ist irgendwie creepy. Okay. Achso, ich kann den Frosch jetzt bewegen. Habe ich mich jetzt erschrocken? Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Oh, man kann die abmachen. Ah, ich kann springen. Ah, cool. Alter. Kriege ich hier Punkte? Ich will die jetzt alle da runter haben. So. Geht das? Kann ich die da... Ah, komm, 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 komm. Das schaffst du noch. Na, komm. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich will die jetzt alle darunter haben. So. Wer weiß. Ich meine, Errungenschaften scheine ich hier überhaupt gar keine drin zu finden, aber... Er sieht aber schon cool aus. So, jetzt komm, den letzten kriegst du auch noch. Los. Vor allen Dingen höre ich dann immer. Ah! Stoßt alle Buchstaben aus Gregorys Namen in die Badewanne. Cool. Gab doch eine Errungenschaft. Oh, jetzt hängt er fest. Scheiße. Hallo? Was immer er gesehen hat. Ja, was denn? Muss ich ihr... Oh. Macht ihn auf jeden Fall glücklich. Kommt Mutter auch nochmal? Können wir das Wasser hier selbst rausholen irgendwie? Also das Ding kriegen wir anscheinend nicht ab. Hier sind irgendwelche Buchstaben. Ah, ich krieg den aber nicht wieder rumgedreht, ne? Aber kommt Mutter mich nochmal abholen hier? Doch, jetzt habe ich ihn andersrum gekriegt. Jetzt folgt der mir, oder was? Ich will das Wasser hier ablassen. Mutter, hol mich aus der Badewanne raus. Ich hab doch keine Zeit. Wir wollen noch den Rest hier vom Spiel sehen. Was? Ich kann sie... Fahrt? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Kann ich sie irgendwie drehen oder so, damit das richtig ist? Keine Ahnung. Hallo? Kann ich hier auch noch was anderes machen? Ach, da unten ist noch. Ich weiß, es klingt albern. Ach so, ich muss... Was steht da? Dass ich mir Sorgen über ein zu glückliches Baby machte?
Was? Aber ich spürte irgendwie, dass es er mir entglitt. Ich weiß, du hast alles getan, was du nur konntest. Hätte ich an diesen Abend nicht angerufen. Oh oh. Nee, oder? Oh, der Froschgarnix ist noch hier drauf. Jetzt sag nicht, das Wasser geht wieder an. Ich wünschte, er hätte uns erzählen können. Oh nein. Oh Leute, und ich muss das alles machen. Jetzt hat er sich in seinen letzten Momenten vorgestellt, er ist ein Frosch oder was? But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Oh nein. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Das hat er ihr per Fax geschickt, oder was? Oh Mann. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute, wo wir quasi nur auf den Tod warten, nehme ich mal an. Oh nein, komm. Ich will nicht mehr. Das ist so... Es macht einen so traurig. Und dann auch noch gerade die ganzen Kinder. Und oh Mann. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Hallo? Und nu? Lieber sterben würde, bevor er eine Hochzeit macht. Muss ich die jetzt alle hier wegnehmen? Mein Vater hat ihn kommen, natürlich. Aber Gus stand weit apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Mein Vater rief ihn streng zu sich, doch Gus sich weigern tat. Was ist das für Deutsch? Und weiter seinen Drachen flog, trotz Herzenswut am Start. Ach du Scheiße. Das ist, weil die Buchstaben ja alle kreuz und quer sind, oder was? Versucht war ich, ihn umzustimmen. Da er sie nicht mal kannte, wir brauchen keine Stiefmutter, er mich sogleich von dannen sandte. Kann ich ihn mitnehmen? Okay, die Hochzeitsgäste sind da, aber... Ich würde da gerne hingehen, weil ich kann ja offenbar auch nicht mehr kaputt machen, hier den Satz. Und hier ist noch was. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign, held up his middle finger.
Alter. Das ist eine Hochzeit. Also auch wenn man da jetzt nicht unbedingt mit einverstanden ist, ne? Man muss jetzt da nicht stehen und Stinkefinger zeigen. Also. Wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ach, da unten. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Okay. Kann man noch mitnehmen? The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Tja. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, sea and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about it, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Der arme Junge. Oh Mann. Die Leiter, also hier die Wand konnten wir noch hoch. Also wenn man denn da hochkommt, ist das aber eine ganz coole Ecke, muss ich sagen. Wenn man hier nicht runterfällt, natürlich nur. Und eine Bibel. Naja, ich weiß nicht, ob ich an Gott glauben würde, wenn bei mir eine Person nach der anderen verstirbt bei mir in der Familie. Also Dawn Finch, Fly to Indian, also India. Helping hands create safe places. Okay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Okay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ich habe die Übersicht verloren. Louis war nicht der hier. Nee, der hieß Milton. Milton, glaube ich, stand da. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Dawn. I'm sure Edie was happy to have her back. Also Edie ist die Oma. Gut, das haben wir vorher auch schon gesagt. Edith, Milton, Louis. Hat sich natürlich keiner mehr drum gekümmert. Tja. Minze, Thymian, Basilikum, Sage, weiß ich nicht, was das sein soll. Dawn. Dawn stand anscheinend darauf, Pflanzen anzuzüchten. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Aber auch schön so hier oben. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Ausblick da auf dem versunkenen Schiff, aber. And for a while, things were good. Almost normal.
Unsere Familiengeschichte, Fakt oder Fiktion? Okay. Louis Rules. Edith, Sam, Kelvin und so weiter, aber da kann ich nichts von nehmen, ne? Odin Finch. But it didn't last. Zählt nicht lange an. To teach and to learn. Okay. Disaster. Oh yeah. Da. Beginning of the end is Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Achso, das ist der, der verschwunden war, ne? Milton. Okay, kann ich hier noch irgendwas anderes drumherum machen? Nee, ne? Und was? Nee, okay, dann gehe ich da rein. Was ist denn das hier für eine Flaschen? Alle auch, waren alle sehr künstlerisch, habe ich so das Gefühl gehabt. Keine Ahnung, was das jetzt hier war. Vielleicht sollte so das Haus mal umgebaut werden oder so. Auf jeden Fall ist er hier mal... Das sieht schön aus. Ist er hier mal durchgelaufen? Flaschenzug, das war das, was ich... Ob ich nicht drauf kam. Milton der König, so, so. Okay. Hat aber wahnsinnig viele Farben hier gehabt. Da gibt es so ein Spiel, das ist so ähnlich. Da muss man auch ganz viele Häuser auf engstem Raum bauen. Das habe ich auch, aber ich habe es irgendwie nicht so. Ich fand es nicht so dolle. Der Zauberpinsel. Ja, komm, mach. Nach rechts. Ach so. Okay. I was 4 when Milton disappeared. War das jetzt alles von ihm? Oder kann ich den Pinsel kann ich nicht mitnehmen, ne? Ich soll wieder runter. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Tja. Bin jetzt nur gerade ein bisschen ratlos, wo ich dann als nächstes hingehen soll. Gehst du da durch? Whatever Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Was immer Milton im Haus gefunden hatte. Natürlich komme ich da jetzt nicht rum. Oh. Ich dachte, ich nehme jetzt den kürzeren Weg. Na gut, kürzer wäre nicht gewesen.
Aber mal den anderen Weg. Ach, da geht's noch hoch. Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Es wäre ganz gut, wenn du auch weitergehst. Ah. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Außer Louis, das ist gut. Das ist eher schlecht hier. Und da hinten kann man noch rum. Auf jeden Fall kann man es sehen. Ah doch, da ist was zum Öffnen. Ist aber auch ziemlich cool gemacht hier. Also die waren auf jeden Fall auch sehr künstlerisch mit dem Haus. Das muss man denen ja lassen. Oha. War der nicht 12? Stand da draußen nicht drauf, der war 12? Moment. Ah ja, okay. Nee, ich dachte schon. PlayStation. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Tja, letztendlich dann auch im wahren Leben. Nee, das soll, glaube ich, eine Dreamcast sein, oder? So vom Anschluss her, also von der Optik her würde ich fast sagen, dass es aber keine PlayStation 1 ist. Also da hätte ich jetzt eher Atari gesagt. Die haben auch von oben diese Kassetten eingeschoben. Aber so von der ganzen Optik her und ich meine auch vom Controller, könnte eine Dreamcast oder so sein. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also wenn ihr wisst, was das genau sein soll. Für eine Konsole. Aber ein Hightech-PC daneben, ne, mit Flachbildschirm. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Weil war das der im Keller? Irgendeiner hatte dann doch auch noch dieses alte Telefon mit Wählscheibe. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, shit. I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. Oh, huh? I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Nein, so sehe ich nichts. Bats. Fledermäuse. And toads. Und Kröten. And things that have not names. He knew it was all in his head. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Muss ich noch? Ach so. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee.
Methodical, tireless, focused. Ist schon ein bisschen kompliziert, hier alles auf einmal zu machen. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Jetzt geh doch mal nach oben. Ach, der hängt da fest. Hi. Hallo, Süßer. Ich will dich streicheln. Ich will dich streicheln. On the edge of a city he named Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Sie beteten ihn an. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Aber er hackte was? Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Kann ich ja durch? But his mind was already wandering. It became a game for him. Nein, ich muss trotzdem noch weitermachen. Oh Leute. He'd conquer a city, then immediately push on. You Louis heard. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Ich kann hier nicht kaputt gehen. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for. Ja, gehen wir mal positiv. Radiant Rainbows. He followed the sound of her. Silberharf. Ja gut, es ist eine Königin, ne? Ich würde eher die Gitarre spielen. Oder Prinzessin, keine Königin. Es war jetzt eine Errungenschaft, oder? Alle Noten zu treffen? Bestimmt. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon.
Even then, his logic remained sound. Das hier vorne nervt total mit dem. He knew the world was all in his imagination. He was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him. That the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ja! Ja! Boah, das davor, also mit der Story, okay, aber das ist jetzt hier in diesem Fischladen, ne, nehme ich mal an. Deswegen auch das ganze Blut, vermute ich mal. Nee, Moment. Ich bin ja auch schon komplett irre. Achso, doch, ich bin ja in seiner Geschichte. Doch, dann ist das doch der Fischladen. Was zur Hölle? Das sieht aus wie die Zukunft eines Gameboys oder so. Began to forget the world we know. Okay, das sieht mir eindeutig nach einem Fischladen aus. Wenn auch nicht nach einem sauberen. Na warum? Ich meine, er hat... Es ist eklig, aber... Ich meine, hat er Geld verdient da, ne? Ich sag mal, besser als gar nichts zu tun. He began to despise the man with a royal contempt. Er sollte aber vielleicht auch die Fische machen. Okay, Moment, ich kann da hinten hochgehen. Bringt mir das irgendwas? Da kann ich hoch. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Die Katze. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Nicht die Speerspitze in mein Gesicht halten. Okay. There was only one thing left to do. Ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil die alle sterben. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein... Bend down his head. Das ist... Boah. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay. My brother was really cool. I wish you could have met him. Das ist echt heftig. Der ist 22 gewesen, hatte
vielleicht keinen guten, aber hatte einen Job. Erstmal, ich meine, er kann ja immer noch nach einem anderen Job gucken. Und dann, oh mein Gott. Und dann entschließt er sich einfach so, nehme ich mal an, sich das Leben zu nehmen. Also das sah jetzt sehr wie eine Metapher dafür aus. Oh. Und er hatte doch soweit ein gutes Leben, so wie ich das mitbekommen habe. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Styropor, ne? So, Hölle, wie viel? But I understand why we left. Ja. Es war ja auch keiner mehr da, so wie ich das mitbekommen habe. Weswegen man bleiben konnte. Also, einer nach dem anderen ist da gestorben. Happy 90s. Ach ja, die ist 90 geworden. Ich habe jetzt gar nicht auf das Datum geachtet. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Okay, das ist jetzt mein Zimmer. Oder warum Edith? Aber wir sind doch noch gar nicht beim Ende. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Von der letzten Nacht zu erzählen, okay. Also ist das letzte Bild, bin ich dann, oder wie? Oh, aber sehr einfallsreich. Das jetzt noch anmalen und das sehe richtig gut aus. Da hat zu viel mitgemacht. Aber krass. Sogar die ganzen Soldaten. That whole last day, Edie just watched his pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our I'm last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay, ich denke mal, ich werde die jetzt beim Streiten belauschen. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Okay. Das ist unten, when my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay, dann werde ich die wohl doch nicht belauschen. Oder doch? Mhm. Ich nehme mal an, sie hat... My children are dead because of your story. Okay. Also sie wollte auf jeden Fall ihre Tochter beschützen, so viel ist klar. I think it's best if Edith and
have the nursing home send a van for you in the morning. Okay. Das ist heftig, die Mutter da mal eben ins Altersheim abzuschieben. Gut, andererseits, wenn sie sich natürlich weigert, mitzukommen. Und ich nehme mal an, das ist jetzt die, die auch nicht mehr so gut zu Fuß ist. Dear Ed, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Oh nein. That night, the tide went way, way out. Ich dachte jetzt, ich muss meine Geburt miterleben. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. Nein, ich habe keinen Text. Oder anders gesagt, ich sehe ihn nicht, also weiß ich auch nicht wohin. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Kriege ich die jetzt durch Bewegen, ne? My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone.
the last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. Oh nein! Nein, ich muss doch meine eigene Geburt miterleben! Oh, lass das! Das nein! This journal was supposed to be for you. Oh nee! Ich will das nicht. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Und er ist jetzt auch da. Habe ich richtig gesehen. Ja. Wow. Also ich muss zugeben, anfangs habe ich mir erstmal gedacht, oh mein Gott, wo bin ich denn hier reingeraten? So die erste Szene mit dem Kind und dem ich fresse alles, was mir so vor die Schnauze kommt. Heftig. Ich denke mir mal, das hier, Chelsea. Achso, Lead Artist. Das Ende von allen. Beende alle Geschichten. Aber wir haben es zumindest geschafft. Wir haben alle Geschichten beendet. Ich weiß nicht, ob man noch... Doch, man müsste weiterkommen, ohne alle zu beenden. Theoretisch, weil theoretischerweise hätte ich auch den zweiten, also den von den Zwillingen da... überspringen können und einfach nach oben gehen können beispielsweise. Und das sind jetzt, die, aber ist schon eine süße Idee, das sind jetzt die, die ganzen Mitarbeiter, ja in erster Linie mit Kinderfotos, das oben sah jetzt doch noch ein bisschen neuer aus. Ist schon niedlich irgendwie. Finde ich cool. Finde ich vor allen Dingen eine coole Idee, jetzt auch gerade wieder, um das Ende ein bisschen aufzulockern. Oh, Wahnsinn. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja gerade innerlich noch so ein bisschen hibbelig. Puh, anfangs habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Spiel? Dann habe ich mir gedacht, okay, das entwickelt sich hier gerade so ein bisschen horrormäßig. Oh, danke. Entdecke im Nachspann Johann Namen, Johanns Namen oder so. Okay, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Entschuldigung, aber schön, dass ich die Errungenschaft bekommen habe. Oh, der Hund. Ja, ja, auch. auf jeden Fall ein richtig gut gemachtes Spiel. Also, es war ein bisschen verworren und ich habe echt teilweise gedacht, what? Und irgendwie alle Storys waren so total surreal irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auch das, oh ja, wo ich gerade den Wal und so sehe. Das, also, es war auch ein bisschen surreal am Anfang. War aber auch, ja... Dass man dann noch wusste, dass wenn man weitermacht, dass die Leute dann sterben. Und also gerade bei den Kindern, oh, das fand ich echt schrecklich. Aber gut, ich musste natürlich weitermachen und ich wusste ja zum Glück auch, dass das Ganze nur ein Spiel ist. Aber wenn man sich das jetzt mal vorstellen würde, man ist wirklich auf so einer Erinnerungsreise oder sowas und wird das Ganze jetzt durchleben. Ach du Schande. Das Bild passt auf jeden Fall zu diesem Spiel hier. ja, es ist schon echt heftig. Die haben aber auch die Bilder hier so richtig schön mit der Umgebung, die wir jetzt aus dem Spiel kennen. Gerade auch mit den Rollschuhen, mit dem Essen, was er da die ganze Zeit gegessen hat. Er hat ja wirklich nur Pfirsiche gegessen, ne?
Das ist heftig. Oh, ihr wollt nicht sagen, dass die da tatsächlich so ein, also ich hoffe mal, so ein Spielzeuggewehr in der Hand hat. Sieht so ein bisschen aus wie das Gewehr von dem, ich glaube, der Atari war es. Das ist so eine braun-schwarze Konsole gewesen, wo man oben so viereckige, ja, Tapes, sag ich mal, so harte reinklicken konnte von oben. Und da gab es auch ein Spiel, wo man mit einem Gewehr immer draufschießen musste. Das fand ich immer total cool als Kind. Ich war auch ziemlich gut da drin, muss ich sagen. Spieletester. Ja, warum habt ihr mich nicht gefragt? Mein Name wäre auch schön da oben drin. Schade, dass man nicht als derjenige, der es spielt, dann irgendwie da oben mit angezeigt wird oder sowas. Oder am Ende dann noch so der Name reinkommt. Das wäre cool gewesen. Trick or treat, smell my feet. Okay, der Abspann ist auf jeden Fall ziemlich cool. Finde ich auch sehr schön, dass das so ein bisschen auflockernd ist, weil, oh, die Story, die hat mich wirklich mitgenommen. Ich habe sie jetzt am Stück aufgenommen. Ich denke, ich werde sie auch am Stück hochladen, weil sie noch unter 3 Stunden ist. Es war echt heftig. Das war das Ende, ja. Die Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Da habe ich zufälligerweise durch meine Freundesliste gesehen, dass das wohl auch noch eine Errungenschaft ist, wenn man das Ganze nochmal wiederholt. Ich weiß nicht, ob die am Anfang kommt oder erst, wenn man die dann nochmal durchgespielt hat, keine Ahnung. Aber Dawn. An Dawn kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt hier einen übersehen? Ach nee, Moment. Dawn? Nee. Ist das mein Sohn gewesen? Nee, der hatte doch andere Haare. Das ist nämlich ganz am Ende, glaube ich, reingekommen. Ich weiß es nicht genau. Egal. Auf jeden Fall, ich fand das Spiel richtig, richtig klasse. Ich fand es super, vor allen Dingen, dass es nicht zu lange war. Ich konnte das jetzt schön am Stück durchspielen. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ja, was ihr so gedacht habt bei den einzelnen Szenen. Gerade was jetzt mit den Kindern war oder wo das plötzlich so horrormäßig wurde und so. Und überhaupt jetzt so das ganze Spiel. Also ich fand's krass. Ich fand's krasse Unterschiede in den einzelnen Kapiteln, also bei den einzelnen Storys. Ich fand's heftig, was die Leute ja anscheinend erlebt haben. Ich behaupte jetzt mal, dass es so passiert. Also, dass das bedeuten soll. Klar, das eine, das hat er sich vorgestellt mit dieser komischen Königin und so und hat dann, nehme ich mal an, irgendwie sich selbst umgebracht. Aber die anderen Sachen, ja, aber das waren so, oh, das waren so komische Situationen. Der Vater wurde dann, ja, so ein bisschen karmamäßig, sage ich mal, von dem Hirsch da noch runtergetreten. Also getreten nicht, aber mit dem Geweih runtergeschlagen. Der kleine Junge da mit seinem Gipsbein, der quasi darüber geschaukelt und geflogen ist. Und, oh, das war so heftig alles. Ich weiß, dass das nur ein Computerspiel ist, aber wenn man sich das vorstellt, dass da wirklich so eine Familie wäre mit solchen Schicksalsschlägen, das ist echt, echt heftig. Ich will da auch gar nicht mehr zu sagen. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen, ein bisschen runterkommen und dann das Ganze für euch schon mal zusammenschneiden. Das ist, ja, es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Das nächste Spiel wird wieder ein kürzeres Spiel sein. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit Remains. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ihr werdet es dann ja in 1 bis 2 Tagen, denke ich mir mal, sehen. Je nachdem, wann ich Zeit habe, das Ganze aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Was ihr davon gehalten habt, ob das für euch auch so surreal irgendwie gewesen ist oder ob ihr das ganz cool fandet, auch so von der, ja, vom Bildtechnischen her, sage ich mal, von der Symbolik her und alles. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.